I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Oh, shit. This other time... Telltale hat eingekauft, eine Lizenz, die sich The Walking Dead nennt. Der eine oder andere mag sie kennen aus Comics und kürzlich auch einer US-TV-Serie, die erfolgreich war, genau wie das Comic, genau wie das Spiel, weil das Spiel kam schon im April raus für Konsole und für den PC und den Mac und hat eigentlich großartig überall abgeschnitten. Und das hier ist die 1:1 Umsetzung für das iPad und das iPhone. Vorzugsweise hat man neuere Geräte, damit es flüssig läuft. Dann ist das alles touchgesteuert, man tappt und swiped und puzzelt ein bisschen und gruselt sich natürlich. Man entwickelt die Charaktere weiter, es gibt so ein Zeitlimit für die Antworten, die das ganze Spiel dadurch extrem dynamisch machen. Die erste Episode, das ist die erste von 5, ist ungefähr 2-3 Stunden lang und macht richtig, richtig Freude. Cell-Shading-Look, gruselig, so richtig was für Erwachsene. Die Gespräche und die daraus folgenden Konsequenzen sind gut aufgebaut. Die Geschichtserzählung ist spannend. Es ist so, Drama kommt durch. Wer stirbt, wer lebt. Ich kann es stark empfehlen, The Walking Dead für iPad und iPhone jetzt in der ersten Episode im App Store. Don't make me do this!